Herzlichen Dank übrigens für dieses Interview, dass wir ein bisschen mehr über dich und deine Arbeit erfahren dürfen. Und ich habe ja mich ein bisschen schlau gemacht und ein paar Interviews angesehen von dir. Und bei einem Interview habe ich dich irgendwo erzählen hören von einem Ereignis in der Wüste Nevada, das dich veranlasst hat, sich mit der Astrologie und den Sternen auseinanderzusetzen. Mhm. Ich hätte gern gewusst, um was es geht. Also es ist wirklich ein zentrales Thema in meinem gesamten Leben, also nebst der Geburt meiner Tochter, eines der wichtigsten. Und das war in der Wüste Australiens. Ich war gerade 29,5 Jahre, ein bisschen gestresste Managerin. Ich war damals beim Rundfunk tätig in der Schweiz und habe dann eine Weltreise gemacht mit der Freundin. Und wir landeten in der Wüste Australiens im Outback. Und dann wirklich nachts, ich stand das erste Mal überhaupt nachts allein unter dem Sternenhimmel. Wirklich, also keine künstliche Beleuchtung, nichts, ja. Und dieses, ich weiß nicht, warst du schon mal in der Wüste Australiens oder überhaupt in der Wüste? Dieses Erlebnis, du stehst dort wirklich, es hebt sich alles auf, es löst sich alles auf, du bist nicht mehr auf der Erde sozusagen. Aber dieses Gefühl, plötzlich Milliarden von Sterne in diesen Sternen drin zu stehen, das war so überwältigend. Ich hatte weder Gedanken noch Worte noch gar nichts mehr. Ich war einfach nur still und still und still. Und plötzlich, und das ist das Entscheidende gewesen, das werde ich nie vergessen, kam eine unglaubliche Energie durch meinen Körper, von innen nach außen. So eine unglaubliche Wucht, eine Kraft, ein Power. Und wenn ich es gekonnt hätte, ich hätte Purzelbäume gedreht, aber es ging nicht. Es war ein unglaublich starker Moment des Aufbruchs. Das war eine Kraft, die ich überhaupt gar nicht verstanden habe. Viele, viele Jahre habe ich gar nicht verstanden, was ist da eigentlich los. Und ich war unglaublich erfreut einerseits und tief traurig andererseits. Ich habe immer gesagt plötzlich, this is God's house, kam immer so durch, ja. Weil das, was da passierte, habe ich Jahre später dann wirklich erst ganz tief erkannt. Das war dieser innere Raum, der durch diesen äußeren Raum geöffnet wurde. Und das war der Anfang der Astrologie. Ich bin nämlich anschließend in eine totale Krise gekommen, musste irgendwann wieder zurück in die Schweiz zur Arbeit und dann in der Kantine hinter vorgehaltener Hand sprach dann eine Kollegin zu mir, du, ich war bei einer Astrologin. Und sie sagt, wo, da muss ich sofort hin. Ich hatte bis zu 29,5 noch nie das Wort Astrologie gehört. Ich bin sehr auf einem Bauernhof aufgewachsen, wir haben viel gearbeitet, viel musiziert, aber das Thema war nicht dabei. So, und dann bin ich zur Astrologin und als die mir mein Chart gelesen hat, das erste Mal plötzlich, war dieser Druck, der da im Körper war, dieser Power, war plötzlich gelöst. Und ich wusste, jetzt habe ich eine neue Welt entdeckt. Und das war die Initiation in Australien, in der Wüste. Und nachher habe ich gesagt, wir müssten wirklich jeden Menschen in der Gesellschaft mindestens einmal im Jahr in die Wüste schicken. Weil das war ein Erlebnis der totalen Transzendenz. Ich habe dieses schon öfters gehört und ich werde dieses Erlebnis mit Sicherheit nachholen. Ja. Das habe ich mir schon vorgekommen. Ja. Ich werde nächstes Jahr nach Australien reisen, weil ich da auch eine Protagonistin habe zum Interviewen. Mhm. Und da bin ich schon gespannt auf dieses Erlebnis. Ja. Ja. Ganz wichtig ist einfach, dass man da nicht anfängt zu studieren. Zu denken, ah, das ist jetzt der und der Stern oder ah, guck mal da, die Sternschnuppe und so. Weil dann bist du auf dem Mentalkörper. Und das ist so wichtig, dass wir wegkommen von der mentalen Betrachtung hin zu der offenen Betrachtung, ohne zu denken, einfach nur zu schauen. Absolut wirklich still werden auf der gedanklichen Ebene. Und dann hat nämlich das Größere, der Raum, dieser immense Raum, plötzlich auch einen Effekt in dir. Und dann ist dieses innere Universum, was wir alle in uns tragen, ja, ist plötzlich, geht in Resonanz mit dem Äußeren. Und das ist das Entscheidende. Das war ja im Moment, wo die Resonanz hat sich alles geöffnet. Es hat sich alles geöffnet und es war wirklich von dem Moment an hat sich mein Leben um fast 180 Grad gedreht, weil ich habe plötzlich dann auch sofort angefangen, Astrologie zu studieren. Aber es war damals noch, sagen wir mal so, ich war ja noch nicht sicher so in mir und deswegen habe ich erstmal ein Doppelleben geführt. Ja, ich habe weiterhin gearbeitet im Film, im Radio und dann parallel die Astrologie angefangen zu studieren. Und je sicherer ich wurde mit diesem Terrain, desto öffentlicher habe ich auch darüber gesprochen. Genau, da kommen wir schon zu der nächsten Frage. Wie ist denn dann dein weiterer beruflicher Werdegang? Also du hast dich darüber informiert, du hast vielleicht mit anderen Astrologen gesprochen. Ich habe es studiert. Das kann man tatsächlich studieren? Ja, das kann man studieren. Da gibt es hier in der Schweiz verschiedene Schulen und ich habe damals insgesamt 4,5 Jahre das Studium gemacht und das war natürlich auch wichtig und sehr, sehr bei Koryphäen, bei sogenannten Koryphäen.
und bin dann nachher auch rasch auf die eigenen Füße dann gestanden. Aber es ist interessant, von diesem Studiengang selbst haben so im Schnitt so 80% das für sich selbst ganz persönlich studiert. Ja, und der kleinere Teil, so die 20-10% haben das dann professionell umgesetzt. Ist ja spannend. Also das habe ich noch gar nicht gehört, dass es sowas gibt, dass man das auch studieren kann. Das gab es früher ja auch in den Hochschulen, gab es, das war ja ein normaler Studiengang, die Astrologie, bis es dann in die Katakomben verschwunden wurde. Nein, das ist heute alles wieder da. Die meine Wissenschaft, die Mainstream-Wissenschaftler, da gibt es ja genügend, die im Fernsehen sagen, ja, das kann ja gar nicht sein, Astrologie, wie sollen die Sternenkonstellationen, die man aus einem anderen Blickwinkel wieder ganz anders ausschaut, wie sollten die einen Einfluss haben auf unser Leben? Was haben die übersehen? Ich denke, es geht nicht darum, dass sie etwas übersehen, sondern sie sehen nur einen Teil. Das andere ist sozusagen abgespalten. Es geht ja um das getrennte Weltbild dabei. Ja? Der eine Teil sehen wir mit dem kognitiven Verstand und den anderen Teil sehen wir mit dem intuitiven Verstand sozusagen, also mit der intuitiven Seite. Und wir haben ja sogar zwei Gehirnhälften und das ist ja alles wissenschaftlich alles belegt. Aber dass die miteinander wie bei einer liegenden Acht, wie bei einer Limbiskate miteinander ja tanzen, dafür haben wir ja diese wunderbare Ausstattung mitbekommen. Das ist das, wenn man so will, das ist die Lösung. Und wenn ich nur einen Teil anschaue, nämlich das Formbewusstsein, dann trenne ich das vom Seinsbewusstsein, also von dem Raum, der dort ist und die Objekte, die im Raum drin sind. Und die Wissenschaftler schauen die Objekte an und ich schaue aber den Raum an, in dem die Objekte sich verändern. Und das ist das, wo wir als Menschen ja drin Teil sind. Wir sind ja Teil des Raumes, wir sind ja nicht abgetrennt. Ja, da sind wir auch bei der modernen Quantenphysik, die ja erkannt hat, dass im Grunde alles eins ist und wie eigentlich diese Trennungen, diese optischen Trennungen ja ein künstliches Konstrukt ist, unseres Körpers. Wobei viele Menschen diese Erfahrungen noch nicht machen durften, sondern immer noch natürlich nach den fünf Sinnen gehen. Und wenn man sich aber mit diesen Intuitionen, mit diesem viel größeren Raum, also der größere Raum eigentlich, beschäftigt, dann kommen wir ja auch in Verbindung mit anderen Wesenheiten. Kannst du uns da mal ein bisschen was darüber erzählen? Also Wesenheiten, das ist auch wiederum eine Definitionsfrage. Wenn wir zum Beispiel die Erde nehmen, Mutter Erde, sagen wir ja auch, ist in sich ja auch eine Wesenheit, also eine Entität, ein Mama Gaia, korrekt? Und Mama Gaia atmet, sie lebt, sie speit zwischendurch mal Feuer, ja? Und je nachdem, wie wir mit der Erde insgesamt umgehen, kommt entsprechende Reaktionen, die dann sichtbar und spürbar sind. Also das ist auch eine Wesenheit als solches. Und darüber hinaus gibt es sicherlich noch viele andere Wesenheiten von denen, die den Körper verlassen haben, die auf der Erde inkarniert waren und dann den Körper selber, den physischen Körper zurücklassen, eben zu Mama Gaia zurückgeben und sich dann auf Zwischenwelten oder Zwischenebenen bewegen. Aber dann gibt es noch ganz andere Wesenheiten, die auch von anderen Planeten natürlich hierher kommen und so weiter. Also der Begriff ist sehr weit fassend. Eben, das ist auch ein Thema, das man noch nicht so richtig genau definiert hat, so dass man eben sagt, okay, wir haben einmal diese physische Welt, man hat auch diese geistige Welt, die ja auch in verschiedenen, offensichtlich verschiedenen Räumen aufgeteilt ist, wenn man so sagen darf. Da haben ja auch die Menschen immer wieder ihre Schwierigkeiten damit, wenn sie zu sehr materialistisch denken, dass sie sagen, ja, wie kann denn das sein, dass unser Bewusstsein oder ich überlebe den Tod, wenn man natürlich sagt, Materie ist die Basis. Wenn man aber sagt, Materie ist ein Sonderkonstrukt, das eigentlich nicht real ist, sondern eine Illusionswelt dann und der viel größere Raum, dieses ja, intuitive Bewusstseinsfeld, Quantenfeld, wie auch immer dazu genannt wird, hier eigentlich das Lebendige steckt. Dann hat man, glaube ich, einen viel besseren Zugang zu dem Ganzen. Es ist ja interessant, dass der Quantenphysiker Hans-Peter Dürr, ich liebe ihn, immer gesagt hat, die Materie ist die Schlacke des Geistes. Ja, und das, was so an der Oberfläche schwimmt. Was wir aber wirklich ja wahrnehmen können, das habe ich ja nun auch damals in der Wüste ganz stark das erste Mal in dieser Deutlichkeit gespürt, ist das, was unter der Oberfläche ist. Also wenn man auf dem Ozean schaut, da sieht man auch oben die Schaumkronen und denkt, das ist unsere Welt. Aber wenn du runtergehst, tiefer, tiefer, tiefer und bist plötzlich im ganzen Ozean, da ist noch so viel Raum und das ist das, was wir die sogenannte wahre Realität nennen, nicht die Schaumkrone obendrauf. Richtig. Mich würde aber doch noch mal interessieren, vielleicht kann man das gar nicht so in kurzen Worten fassen, aber die Astrologie beschäftigt sich auch mit der Zukunft von mir.
Wenn ich zu dir komme und du sagst, okay, ich schau mir deine Sterne an oder das, was zwischen den Sternen steht, wie liest du das raus? Wie machst du das? Gibt es da irgendwie so einen Grundkurs oder was sagt man da? Kannst du das einmal vielleicht bildlich erklären für uns? Ja, es ist ganz spannend. Diese Frage ist sehr oft so noch drin in den Köpfen, dass Astrologie ausschließlich mit der Zukunft zu tun hat. Natürlich haben wir die Möglichkeit, wenn wir die Konstellationen anschauen oder wenn ich die Konstellationen, die sich sekündlich verändern, betrachte, dass wir natürlich die Bewegungen, die ja aus der Astronomie bekannt sind, anschauen können. Und dann können wir ja jahreweit nach vorne gucken und sehen, im Jahr XY haben wir die und die Konstellation. Also wir können definitiv nach vorne schauen in der Zukunft. Wir können aber auch rückwärts schauen in der Zeit, was ich viel spannender finde. Aber was wirklich interessant ist, wenn jemand zu mir kommt, auch in die Beratung, weswegen oft auch Beratung gewünscht ist, ist, was ist jetzt? Weil wenn wir nach vorne schauen in die Zukunft, dann ist das immer, immer ausschließlich eine Projektion unseres Verstandes. Und das macht nie glücklich. Das heißt, die Konstellationen, ich nehme ja nur das Sonnensystem. Ich beschränke mich auf unser Sonnensystem von Sonne bis Pluto. Und wie die Konstellation sich jedes Mal, jede Minute, jede Sekunde verändert. Und einen Moment, den wir dabei herauspicken, zum Beispiel jetzt gerade dein Geburtsdatum oder das Geburtsdatum eines Landes oder einer Firma. Alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Horoskop. Und dieser Moment, ich nenne das immer den kosmischen Moment, ist dieser eine Moment, wo die Konstellation, die Kraftfelder sozusagen, die ja alle miteinander aufeinander einwirken und auch auf den Menschen oder auf die Entität, die dort geschöpft wird, einwirken, dass dieser Moment, der kosmische Moment, das Entscheidende ist. Und wie sie dann sich sozusagen gestalten, diese Winkelabstände der Planeten zueinander, ob das jetzt harmonische Aspekte sind oder herausfordernde Aspekte, es gibt immer wieder wie in einem Hologramm ein ganz neues Bild. Und ich scanne das sozusagen. Ich habe irgendwann während der Ausbildung, nach anderthalb Jahren Knochenarbeit, habe ich gespürt oder gemerkt, oh, ich kann das ja lesen. Und ich scanne sozusagen das Bild. Und diese Bilder ändern sich ständig. Es ist so, wenn du jetzt zum Beispiel in den Louvre gehst und du stehst vor dem Bild von der Mona Lisa. Du siehst das Bild und erkennst, ah, das ist die Mona Lisa. Ja, du gehst in ein anderes Bild, siehst, dass es ein anderes Bild ist. Und so scanne ich diese Bilder auch. Das habe ich einfach gemerkt, dass ich das kann. Das ist eine tolle Gabe, wenn man diese Sachen dann so lesen kann. Jeder hat so seins, ja. Genau, eine Zusatzfähigkeit, wenn man so sagen darf. Ja, es ist eine große Freude zu sehen, dass ich da so ganze Geschichten und wirklich auch Stories erkennen kann. Also wenn ich sage, ich lese den Raum, ist es wie aufgrund der Möglichkeiten, die ich studiert habe. Es braucht ja immer ein Grundwissen. Das ist ja mit allem, was man neu beginnt. Das ist egal, welcher Beruf. Das Grundwissen muss vorhanden sein. Aber dann zu merken, dass es miteinander interagiert. Das ist nicht nur, dass ich da den Saturn habe und da habe ich den Pluto, sondern dass ich erkenne diese Geschichte, die beiden miteinander sozusagen als Information wie ein Code, ja, mir übermitteln. Und ich kann diese Codes lesen. Ich dekodiere sozusagen deinen persönlichen Code oder das, was jetzt im Feld ist. Das ist letztendlich nichts anderes, wie in diese Realität, in die Welt hinauszusehen und noch zusätzliche Informationen abzugreifen. Ich würde sagen, wir haben Riechen, Sehen, Schmecken, Hören, keine Ahnung, den siebten Sinn. Ja. Und das ist noch mehr Sinn, sage ich, kann hier andere Informationen auslesen. Ja, ich würde sagen, es ist die synthetisierende Gabe. Ja, die verschiedenen Sinne, das sind alles einzelne Sinne, aber alles miteinander macht ja das Orchester. Ja? Wenn du einzelne Instrumente hörst, dann hörst du da die Geige und da das Klavier und da die Trommel, aber miteinander gibt es dann den Sound. Ja? Und das ist das, diese Melodie, ja? Das ist das, was ich sehe, was ich spüre, was ich einfach erkenne. Und dann ist die große Herausforderung, das zu übersetzen. Weil das große Numinose in Worte zu fassen, das ist ja wieder, dann bringt es wieder auf die Formebene. Und das ist immer die Herausforderung. Das ist die Schwierigkeit. Ja, genau. Das ist auch das, was der Hans-Peter Dürmer gesagt hat. Wenn wir beginnen, das zu greifen, dann machen wir es kaputt. Es ist aber genau das. Wir können es natürlich auch greifen. Ja, genau. Wir können es greifen, damit jemand es begreifen kann. Und ich merke das immer an der Reaktion, wenn jemand plötzlich so da sitzt und sagt, wow, stimmt. Ja, und es kommt nicht, weil ich das sage, sondern weil eine Resonanz entsteht mit dem, was bekannt ist. Das Feld ist ja da und wir sind in diesen Feldern ja drin. Wir sind selber ja auch aus Feldern, aus elektromagnetischen Feldern
Und wenn da eine Resonanz entsteht und plötzlich klingt da etwas an, ja, wie wenn du verliebt bist, oh, das tut gut, dann ist es erfüllt. Ja, und dann mache ich es nicht kaputt, sondern dann erhebt es den Menschen. Das heißt also, die Menschen kommen zu dir, um in einer aktuellen Situation zu fragen, gehe ich den linken oder gehe ich den rechten Weg oder was soll ich tun, oder um Entscheidungshilfen auch zu finden. Ganz oft Entscheidungshilfen und ganz oft auch einfach spirituelle Fragen nach dem Weg, nach dem Seelenplan, ja, nach der Seelenaufgabe. Ist total faszinierend. Das ist wirklich mit einem Blick in unser Sonnensystem, also auf die größere Ebene betrachtet, auch zu erkennen, der Seelenplan oder eben auch eben Entscheidungshilfen, aber weniger. Ja, was soll ich tun? Da bin ich sehr zurückhaltend, weil ich gebe ja keine Tipps, was man tun soll, sondern mehr die Energie beschreiben. Ich beschreibe die Energie und die Möglichkeiten. Und das Entscheidende ist immer wieder, dass der Mensch den freien Willen hat. Was er mit diesen Möglichkeiten macht, er oder sie, das liegt dann beim Kunden. Viele grenzwissenschaftliche Forscher, auch sensitive, sprechen zurzeit über einen Bewusstseinswandel, der ansteht oder gerade im Gange ist. Was sagst du dazu? Ja, solche Wandel, also aus meiner Perspektive, auch als Astrologin, betrachte ich die Zyklen. Weil das ist absolut faszinierend. Wir kennen die Zyklen vom Mond, Vollmond, Leermond, das sind so 4 Wochen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Zyklen, bis hin zum Pluto, der einen Zyklus hat von 248 Jahren. Und diese Zyklen, wie die miteinander interagieren, ergeben ein Muster, ein sogenanntes, man kann sagen, Weltenmuster oder ein Rhythmus, ein Weltenrhythmus. Wieder ein größeres Bild, was du lesen kannst. Das größere Bild, ja. Und in diesem Weltenrhythmus ist zum Beispiel ein 500-Jahre-Rhythmus erkennbar. Und wir hatten das letzte Mal während der Renaissance von 1400 bis 1500 eine sehr starke, markante Konstellation, die ging über 100 Jahre. Und das war der Beginn einer sogenannten 500-Jahre-Welle. Und dieses Muster, was damals erkennbar war, also einfach wenn wir weiter von draußen schauen, ist jetzt wieder im Feld. Und zwar seit der Zeit von 1848 in etwa, also 1900 bis 2000. Wir sind jetzt wieder in einer 500-Jahre-Welle, wo ein neues Muster entsteht. Das heißt, dieser Wandel, der geht ja nicht einfach über Nacht. Sondern es ist ja so, dass wir, wenn wir auch Kleinkind sind, wir schlafen nicht abends ein und wachen als erwachsener Mensch auf. Dazwischen ist die Pubertät, das ist ein Übergang. Und wir sind gesellschaftlich, evolutionär, aus meiner Perspektive betrachtet, eindeutig in einem Übergang, in eine ganz neue, also erstmal eine 500-Jahre-Welle, aber parallel dazu auch noch in ein neues Zeitalter, das unter dem Begriff des Wassermann-Zeitalters bekannt ist, und das hat einen Rhythmus von 2000 Jahren. Also wir müssen nur hinschauen, was alles so nicht mehr stimmt. Ja, im 3D-Denken sind ganz viele Menschen noch gehalten, und das intuitive Bewusstsein, was viel komplexere Zusammenhänge erfassen kann, ohne nachzudenken, kommt immer mehr. Das erweckt sozusagen, es erwacht sozusagen im Menschen. Und diese Muster, die sind erkennbar. Also dieser 500-Jahre-Zyklus, da sind wir mittendrin und fast schon durch. Ich denke, dass auch die Wissenschaft hier an neue Ansätze finden muss. Sie muss diese Dinge aufgreifen, sie muss dieses Nicht-Greifbare zulassen. Mhm. Intuition, die Kübler-Ross hat ja hier enorme Arbeit geleistet mit ihren krebskranken Kindern in der Sterbebegleitung, die gesagt hat, die Kinder, wenn die ihre Krankheit zeichnen, dann sehe ich in dem Bild, ist es noch heilbar oder nicht, weil die Kinder aus der Intuition eben das viel Größere erfassen können, die Komplexität, das unser Verstand nicht mehr kann. Und jetzt gibt es sehr viele Menschen wie dich und so weiter, die auch unterschiedliche Aufgaben füllen und sagen, Frauen sind ja, glaube ich, hier nur ein bisschen auch sensibler, um diese Intuition zuzulassen. Wir Männer sind hier sehr kopflastig und versuchen das immer in Logik zu fassen. Aber ich denke, die Logik ist ja auch nur ein Teil der Wahrheit. Du hast eben was gesagt, dass der Verstand das nicht mehr kann. Der Verstand kann das gar nicht. Der Verstand ist ja so erbsengroß im Vergleich zu dem großen Raum. Also das ist, ich stelle mir das immer vor wie ein Taucheranzug, der 10 Nummern zu klein ist, und wir versuchen so in diesen Taucheranzug hineinzuschlüpfen, ja, mit dem großen Weiten. Deswegen schreien ja auch so viele Kinder bei der Geburt, wenn die große weite Seele in den Körper hineinkommt. Das ist ja immer eine Verkleinerung, ein Herunterbeamen, ja, an die materielle Ebene.
Wenn wir sterben, ist es ganz anders. Da gehen wir raus in die Weite. Also sterben ist viel schöner als geboren werden. Aber dieses materielle Bewusstsein, das ist etwas, was jetzt in diesem Übergang ganz stark transzendiert wird. Und weißt du, was das Schöne ist? Aufgrund der neuen Vernetzungsmöglichkeiten durch das Internet sind wir ja jetzt immer mehr sichtbar. Die Menschen, die diese Gabe schon haben, also schon haben. Und es geht hier nicht um besser oder schlechter, sondern einfach um einen evolutionären Schritt, der in allen erwacht. Weil wir haben alle die Möglichkeit, aus diesem kleinen Erbsenverstand herauszuwachsen und das größere Bild erfassen zu können. Du hast jetzt ganz was Schönes gesagt und das ist, glaube ich, auch für unsere Zuseher ganz, ganz wichtig. Viele Leute, es gibt ja verschiedene Abschnitte. Die einen Menschen, die erkennen, oh, hier ist offensichtlich mehr hinter der Realität, als ich bisher gedacht habe. Welches Ereignis das auch immer ist. Bei dir war es dieser Sternenhimmel über der Wüste. Bei einer anderen ist vielleicht eine Begegnung, nachdem jemand verstorben ist. Beim dritten ist ein Traum. Beim vierten ist vielleicht eine Meditation, wo eben hier ein anderes, größeres Bild bekommt. Aber jeder kann das zulassen, ja. Jeder kann hier sich an diese Seite annähern und das, was wir eigentlich nicht gelernt haben, was wir noch nicht lernen in unserer Gesellschaft, in der zivilisierten Gesellschaft, auch das wieder als zivilisiert zu akzeptieren und sagen, okay, wir haben zwei Seiten. Ja. Wir haben die denkende, logische Verstandesseite, wie auch immer, die brauchen wir auch, aber wir haben hier das viel größere Bild. Und dieses viel größere Bild, die braucht wieder mindestens so viel Raum wie der Rest. Wirst du das auch so sehen? Dieses größere Bild ist immer schon da gewesen. Und das haben ja die Seher und die Weisen und die Propheten schon von Anbeginn der Menschheit alle schon gesehen. Ja, und auch durch Hermes Trismegistus zum Beispiel wurden uns ja die großen Prinzipien, die sogenannten kosmischen Gesetze, wie man sie heute nennt, auch bereits übermittelt. Das hat ja Ewigkeitscharakter, weil es ist nicht an die Form gebunden. Die Form ist das materielle Bewusstsein und das ist in der Astrologie, sind das die Planeten. Die Planeten bilden quasi das Bild, die Form, ja, die ich aber brauche, um zu lesen, was ist dahinter für eine Energie. Und das ist der Schritt hin zum größeren Bild, auch zu sagen, okay, ich fange hier an mit der Form, weil du sitzt jetzt da auf dem Stuhl, ich sitze hier auf meinem, an diesem wunderbaren Ort hier. Ja, aber das Ganze ist eingebettet in etwas Größeres. Und dieses Größere spüren wir alle in uns. Schlussendlich ist das, was wir Quelle nennen oder was wir ganz einfach Liebe nennen. Genau, Hans-Peter Thür hat ja zum Schluss auch in seinen Büchern oder Vorträgen gesagt, ich weiß jetzt, dass die Liebe der Baustein des Kosmos ist. Mhm. Und natürlich für einen Quantenphysiker schon eine interessante Aussage, wenn man so sagen darf, der vom Fakten kommt und zum Schluss sagt, okay, ich weiß, dass ich aber mit diesen Fakten gar nicht das beschreiben kann, wie das größere Bild ausschaut. Und ich denke, die viele, viele Menschen, die auch noch nicht vielleicht öffentlich darüber sprechen, wissen natürlich, es ist eine Veränderung da. Wir können mit diesem Denken, mit diesem Handeln, die wir hier so wirtschaften, auf Dauer nicht fortfahren. Mhm. Wir müssen hier was ändern, abändern. Und wir müssen hier wieder anders miteinander umgehen. Nicht nur mit uns, sondern auch mit dem kompletten Leben, mit dem ganzen mit der Geier. Weil das ist ein Disharmonie. Und wir müssen wieder in die Harmonie kommen. Du sagst was ganz Wichtiges. Das ganz absolut zentrale Element des Universums ist das Gleichgewicht. Im Universum ist immer alles im Gleichgewicht und immer alles perfekt. Weil wenn ich mit den Konstellationen noch arbeite, mit den Planetenkonstellationen und ich schaue so drauf, das ist immer perfekt, immer ein perfektes Bild. Wenn ich jetzt raufschaue und ich kenne das von Astrologen, die dann mitunter sagen, um Gottes Willen ist das aber eine schlimme Konstellation. Das ist bereits der Verstand, der eingreift. Das ist das alte Denken und das hat mit der Ehrerbietung oder der Wertschätzung der Seele gar nichts zu tun. Das heißt, dieses größere Bild, das ist etwas, was wirklich im Raum ist. Und diese Transzendenz, die jetzt stattfinden muss, die passiert automatisch. Automatisch, weil es ist das Leben selbst. Das Leben selbst, also nicht nur Mama Gaia, sondern die Quelle selbst,
entwickelt sich ja weiter. Wir sehen das an den zyklischen Bewegungen, in der Astrologie sowieso, aber auch in den historischen evolutionären Bewegungen. Wir sind ja nicht mehr ganz im Steinzeitalter im Moment. Es gibt noch ein paar wenige Neandertaler, aber der große Teil geht doch in Richtung neues Zeitalter. Und das hat mit der ganz großen Art der Vernetzung zu tun. Stichwort sage ich jetzt nur, die neuen Kinder. Also die Revolution oder die Evolution passiert, wenn sie jetzt, sagen wir so, auf Firmenebene oder auf CEO-Ebene nicht läuft, ja, dann werden die irgendwann aussterben in naher Zukunft und von unten quasi durch das neue Bewusstsein der neuen Generation, der ganz neuen Generation, kommt automatisch das nächste Thema herein. Ich höre von vielen Forschern, dass eben Kinder geboren werden weltweit, die eben ganz anders denken, die ein ganz anderes, ja, Intuition, eine ganz andere Liebe zu dieser Natur, zu diesem Umgang mit der Welt mitbringen, ganz selbstverständlich. Dies werden die Kinder sein, von denen du sprichst, also Sternenkinder, Hindu-Kinder, wie auch immer die nennen mag, die werden anders handeln wie wir. Die werden nicht mehr so leicht in diese Verhaltensmuster hier reinzuzwingen sein, die wir hier lernen. Sie handeln bereits anders. Richtig. Es ist nicht in der Zukunft, es ist jetzt. Jetzt, genau. Ja? Und rein astrologisch gesehen kann man das auch sogar dingfest machen. Wir hatten in den Jahren 1991, 92, 93 eine spezielle Konstellation, die zu tun hat mit dieser 500-Jahre-Welle, von der ich sprach. Und die Kinder und Jugendlichen, die seitdem geboren sind, also nur mal energetisch seitdem geboren sind, die sind wirklich jetzt mit diesem ganz neuen Bewusstsein bereits ausgestattet. Es ist nicht nur, dass sie anders denken, das Denken ist ja nur ein Nebenprodukt, sondern sie sind vom Menschsein, von der Energie, die sie leben, von der Lebendigkeit her, auf einer vollkommen anderen Schwingung. Ich bin selbst Mutter einer Teenager-Tochter und sehe das ja auch im Umfeld, die ticken ganz anders, würden wir so sagen. Warum? Weil die sind so umfassend schnell, die sind so intuitiv bereits. Und deswegen ist es ja ein ganz großes Problem an den Schulen ganz generell, ja, weil da klafft die Blücke am stärksten auseinander zwischen den Lehrern, die versuchen den Kindern, die ja eh schon viel mehr wissen als die Lehrer, etwas zu unterrichten, was sie gar nicht interessiert. Ja, und gegen Professor Gerhard Hüttler sei Dank eben zu sagen, nee, ihr braucht den Kindern kein Ritalin geben, diese Hyperaktivität, diese ganzen Sachen, die sie hier erfunden haben, die gibt es gar nicht. Diese Kinder sind halt nur schneller im Denken und im Handeln. Und die sind nicht deswegen nicht irgendwie gestört. Es ist wirklich so, ich kenne da auch so manche Kunden und auch Geschichten, wo wirklich die Kinder von sich aus dann ganz klar sagen, Mama oder Papa, ich gehe nicht mehr in die Schule. Und so ist unter anderem jetzt das Homeschooling bei uns in der Schweiz jetzt sehr, sehr stark im Kommen, dass die Kinder unterrichtet werden können zu Hause. Das ist hier möglich. Und die Kinder fordern sich das auch ein, wenn sie, und das ist jetzt wichtig, den entsprechenden Background auch der Eltern haben, weil die Eltern werden natürlich durch ihre Kinder auch herausgefordert. Und da gibt es Eltern im sogenannten 3D-Denken, die sagen, du musst jetzt und Leistung und wenn du nicht, die und die Note und so weiter. Und da gibt es aber die anderen, die neueren Eltern, die Übergangseltern nenne ich sie auch, oder ich gehöre auch dazu, ja, den Kindern den Raum zu lassen, sagen, mal gucken, was kommt denn durch das Kind durch an Energie. Und ein Blick ins Horoskop, und wenn es nur ein Blick ist, wirkt Wunder, weil beispielsweise das, was heute als sogenannte Hochbegabung hingestellt wird, habe ich gerade einen Fall gehabt von einem jungen Erstklässler, todtraurig, total depressiv von der Schule her, sagt, ich will da nicht mehr hin. Und die Eltern stellen Hochbegabung fest, ja, nach 3 Jahren, und haben ihn dann von der Schule genommen. Und jetzt ist er unglaublich happy. Aber diese sogenannte Hochbegabung ist das, was normal ist. Also das, was wir heute mit unserem 3D-Verstand noch so besonders sehen, ist für die ganz neue Generation, seit 91, 92 geboren, total normal. Ja, wir müssen hier auch lernen, umzudenken, klar. Ja. Die Gesellschaft ist ja auch im Wandel, und manchmal geht der Wandel ein bisschen schneller. Und wir in Deutschland sind wir leider noch nicht so weit wie die Schweiz. In Frankreich, glaube ich, gibt es auch den Heimunterricht schon. Mhm. Aber da müssen wir tatsächlich noch was dazu lernen. Ich denke, das müssen können wir auch ein bisschen weglassen. Ich höre immer wieder, ich muss, ja. Es ist so, dass alles, wenn du die Zyklen anschaust, die wunderbaren Zyklen unseres Kosmos, ist, läuft automatisch. Und ich hatte letztens mit einem ganz tollen Manager gesprochen. Er hat so schön gesagt, everything comes natural. Und das sollte doch wirklich auch auf der Management-Ebene oder überhaupt im Wirtschaftsdenken etwas sein, was sich immer mehr
einsickern darf, zu erkennen, dass alles miteinander vernetzt ist und wir nicht als Einzelkämpfer unterwegs sind, ich gegen den anderen, das ist das 3D-Denken, sondern ich mit dem anderen und mal schauen, was der kann und was der kann und miteinander können wir das und das gestalten. Und das ist der Weg, der passiert ganz natürlich. Eben, das ist schon auch ein Thema, aber ich sage gesagt, müssen ist ja das, dass man immer wieder den Leuten auch einmal eine andere Perspektive, einen anderen Blick gibt. Ja. Und das, was wir hier machen, das, was du machst, ist ja auch zu zeigen, ja, eben das, was, sage ich jetzt mal ganz lapidar, das, was früher als Spinnerei abgetan war, als Esoterik, als diese Sachen, man sagt, mit dem haben wir ja nichts anfangen, das ist ja nichts Wissenschaftliches, das wird sich aber jetzt durchsetzen als Wissenschaft, als Erkenntnis, also, nein, das ist nicht Unfug. Weißt du, was daran so toll ist, dass auch unter den Wissenschaftlern, auch die neuen Wissenschaftler ja auch dabei sind. Hans-Peter Dürr war ja nun auch einer der Übergangswissenschaftler, der ja selber auch noch als Spinner in seinen eigenen Kreisen abgetan wurde und so weiter. Aber unter den Wissenschaftlern gibt es auch brillante Köpfe, die wirklich diese intuitiven Gaben auch selbst schon kennen. Und ich kann auch hier aus eigener Erfahrung sprechen von der Kundschaft, mit der ich zu tun habe. Es sind so viele tolle Projekte in den Schubladen, die kommen jetzt alle, die werden nach und nach sichtbar, weil die Wissenschaft ist ja nun auch wichtig für das ganzheitliche Weltbild. Ja, dass auch die Menschen, die jetzt auf das wissenschaftlich Nachweisbare zählen, dass die dann auch erkennen, wenn die Wissenschaftler sagen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, ja, dann muss da ja was dran sein. Also auch das kommt jetzt automatisch. Ganz genau, da machen wir auch unsere Aufgabe, um diese Beiträge und Filme um zu zeigen, was wissen denn viele Wissenschaftler schon? Dann sind die Aussagen von vielen Astrologen, Sensitiven, wie auch immer, die hier andere Sprache sprechen, sage ich jetzt mal, nicht mehr so weit weg von dem Gedankenmodell. Da man sagt, das könnte auch gehen. Ja. Das kann ja auch funktionieren. Es ist ganz ein wichtiges Stichwort, auch dieses Gedankenmodell. Das ist genau der Punkt, was du sagst. Es ist ein Modell, es ist nicht die Realität. Es ist das, was unser Verstand uns vorgibt zu sein. Und deswegen ist auch eine meiner Aufgaben, während ich arbeite, ob es jetzt im Einzelgespräch ist oder mit Gruppen oder Vorträge, dann wirklich darauf hinzuweisen, löst euch von dem Modell. Wir sehen hier zwar das Modell, aber geht weiter raus, lasst uns die Energie anschauen. Ja, und das Modell ist immer, da versuche ich etwas Numinoses in eine Form zu packen. Und das kommt nie gut. Richtig, wenn ich jetzt was abstrahiere, wenn ich was reduziere, dann schneide ich ja immer irgendwas weg. Hat der Hans-Peter immer gesagt, wenn ich versuche irgendwas zu fassen, dann lasse ich nur den größten Teil immer weg. Mhm. Und ich muss ja eigentlich einen Schritt zurücktreten, um dieses größere Bild zu sehen. Ja. Ich kann ja Landschaft erleben, aber ich kann sie nie so beschreiben, wie ich sie erlebe. Es ist genau... Ja, es ist genau das, was ich ja eben auch in Australien so unglaublich tief in mir drin erfahren habe. Es war ja nicht da draußen, das war ja nur die Reflexion. Es war in mir drin, diese enorme Kraft, dieses Wissen, schlussendlich dieses Wissen. Wow, und man kann es nicht mit Worten beschreiben. Und alles andere wäre ein Konstrukt. Man kann es wirklich nur erfahren. Und das ist, was die Wissenschaftler immer mehr auch hineinnehmen in ihre Überlegungen, weil die auch neugierig sind. Und ich kenne auch sehr sensitive Menschen, die mit Wissenschaftlern zusammenarbeiten, wo dann das, was die Sensitiven wahrnehmen, die Wissenschaftler versuchen zu messen. Natürlich können sie das nicht messen. Man kann nicht mit einem physischen Gerät etwas Nicht-Physisches messen. Aber auch da wird es neue Erkenntnisse geben. Das denke ich auch. Welche Botschaft hast du denn an die Zuseher über die Zukunft generell? Gibst du ihnen positiv oder auch persönlich, sollen sie sich auf diese Sachen einlassen? Sollen sie weniger, sage ich mal, logisch denken? Was für ein Tipp hast du für sie? Also es ist ja so, wir sind ja evolutionär alle miteinander unterwegs. Schon seit, die Wissenschaftler sagen, 13,8 Milliarden Jahren. Und wir sind ja als Menschheit wirklich ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil nur von einem großen, großen Entwicklungsweg. Ja? Und unser Teil dabei ist, dass wir erkennen, dass wir Teil des Ganzen sind. Und das fängt bereits mit dem Nachbarn an. Wenn ich jetzt mit dem Nachbar oder mit der Nachbarin oder mit dem Lehrer, mit der Lehrerin oder dem Chef oder den Arbeitskollegen in Streit bin, ja, oder mit dem Finger auf jemand anderes zeige oder auch noch schlimmer, dann trenne ich uns. Und das ist nicht im Menschen angelegt. Also wir dürfen wirklich darauf auch vertrauen, dass das, was uns zusammenhält, das, was wir Liebe nennen, durch jeden Menschen, egal wer, auch durch gewisse Politiker, wenn sie sehr laut sind und unflätig, durch jeden Menschen fließt die Energie
der Liebe. Und die Liebe führt zusammen. Angst trennt und Hass sowieso. Aber das ist vergänglich. Liebe dehnt sich immer mehr aus. Und wenn wir bei uns in unserem eigenen Umfeld, jeder für sich, schaut, dass er sein Umfeld in Ordnung hat. Das fängt auch mit den Eltern schon an. Wie viele Leute sind mit ihren Eltern noch nicht im Reinen? Also auch dort mit Vergebungsarbeit und so weiter anzufangen. Und dass du in dir diesen Frieden spürst, dann wirst du selbst zu einer Strahlkraft des Friedens. Und damit bist du sozusagen eine Stellvertreterin oder eine Frequenzhalterin der Quelle. Und das ist der Weg der Menschheit. Viele sagen am Sterbebett, ja, ich habe viele materielle Dinge gesammelt, alles Mögliche, aber wenn sie sagen, was hast du vergessen, sagen, ja, ich habe vergessen, eigentlich zu leben, Beziehungen zu leben, noch mehr Erfahrungen zu sammeln. Ist das so? Was ist der Sinn des Lebens? Leben. Es ist das Leben selbst, es ist nicht mein Leben, weil das wäre schon wieder das materialistische Weltbild, weil mein Leben kann ich verlieren. Es ist das Leben selbst, was durch dich, ich mache immer gern diese Handbewegung, durch dich, ja, durch dich geschöpft werden möchte. Wir sind alle unglaubliche Schöpferinnen und Schöpfer unserer eigenen Quelle. Das heißt, das, was ja die Quantenphysik Potentialität nennt, ja, nennen wir dann Potenzial, was man im Horoskop auch erkennen kann, dieses Potenzial, was deins ist, für was du dich inkarniert hast, in dieser Inkarnation, ja, mit deinem persönlichen Seelenplan, dieses Potenzial wirklich zu schöpfen, ohne es jetzt materialistisch ausschlachten zu müssen oder irgendetwas damit planen, auch nicht zu weit nach vorne raus in der Zukunft zu planen, sondern das, was jetzt durch dich kommt, das ist das Leben. Und damit ist schon alles gesagt. Hans-Peter Dürr hat immer schon gesagt, das Lebendige lebendiger werden lassen. Ja. Das ist ein schöner Satz. Ja, ganz, ganz schön. Silke, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Interview. Danke.